Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 27. November. Mein Name ist Ronald Gerth, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Unsere Themen, der DAX, der Eurostoxx 50 und VW, denn die Amerikaner hatten ja am gestrigen Abend ihr Thanksgiving. Die Börsen waren geschlossen, wir können uns also mal auf Europa konzentrieren und sehen einen DAX, der schon wieder zugelegt hat. 151 Punkte auf 11.320 und da nachbörslich logischerweise durch das Fehlen der US-Vorlagen überhaupt nichts los war, war das in etwa auch das Niveau des nachbörslichen Handelsendes im DAX-Future. Nun, warum? Das ist eine gute Frage. Wenn man das nämlich alles mal zusammen addiert, dann haben wir vom Tagestief des Mittwochs bis zum Tageshoch des Donnerstags grandiose 450 Punkte zugelegt. Ohne, dass die EZB irgendetwas wirklich Nachhaltiges von sich gegeben hätte. Deren Sitzung ist ja erst nächste Woche. Ohne, dass die Wall Street in diesen zwei Tagen was gemacht hätte. Gestern, wie gesagt, war zu und vorgestern hat der Dow Jones genau einen Punkt zugelegt. Der Euro-Dollar-Kurs fiel in diesem Zeitraum weniger als einen Cent. Also, was war es denn? Konjunkturdaten waren auch kaum da, so gesehen. Nun, gestern zumindest waren es vor allem drei Aktien, nämlich VW, Daimler und Infineon. Daimler mehr oder weniger im Schlepptau von VW. VW aufgrund der Erkenntnis, oder sagen wir mal, der Aussage von der Geschäftsführung, dass die beanstandeten Manipulationen durch eine relativ unproblematische Anpassung der Software zu heilen wäre. Schön. Aber dazu kommen wir gleich noch in der Betrachtung von VW selber, denn das ist natürlich eine Aussage, die zwar gut klingt, aber gewisse Haken schon im Hinterkopf mit sich bringen sollte. Nichtsdestotrotz, Haken gab es keine. Es ging einfach nur bergauf und das innerhalb kürzester Zeit, denn am späten Vormittag war dieses Kurslevel schon erreicht, danach passierte nichts mehr. Das heißt, man sah zu, dass man die fehlenden Möglichkeiten der US-Akteure, den bullischen Akteuren in die Suppe zu pfuschen, auch nutzte, indem man bullische Vorgaben bringt und hofft, dass die Wall Street, die heute in ihrer heute feiertagsbedingt verkürzten Sitzung, weil gestern war Feiertag, morgen ist Wochenende, da will man es nicht übertreiben, in dieser Sitzung übernimmt und damit so eine Art Kettenreaktion startet. Das heißt, dann hat man das Argument, guck mal, was die Wall Street am Freitag gestiegen ist, um am Montag gegebenenfalls dann weiter zu kaufen. Rein charttechnisch gesehen ist auch eine Menge Luft nach oben in dem Bereich 11.620, 11.675 Punkte. Erst dort wären die nächsten nennenswerten Widerstände zu finden. Aber trotz alledem gibt es da schon ein paar Haken. Erstens, die Umsätze sind nicht so grandios. Gut an dem gestrigen Tag ohne Wall Street nicht unbedingt verwunderlich. Die Markttechnik ist schon wieder in dem Bereich der überkauften Zone. Auch nicht ganz ohne. Und es fehlt halt am Fundament. Die Argumentation zu sagen, jetzt fällt uns ein, nachdem wir am 22. Oktober schon reagiert hatten und der DAX ja von ungefähr 10.200 Punkte auf jetzt in der Spitze fast 11.400 Punkte gelaufen ist, dass man vielleicht mal einsteigen könnte, weil Donnerstag nächster Woche die EZB womöglich die Anleihekaufprogramme ausbaut. Das Volumen hochfährt, ist eine komische Argumentation. Wieso soll das einem auf einmal einfallen? Nein, es ist mehr eine technisch fundierte Rallye, basierend auf der Tatsache, dass die 20-Tage-Linie zweimal gehalten werden konnte und von dort aus ging es dann über die ganze Phalanx an Widerständen, die zuvor ja schon mal vergebens ohne Anschlusskäufe überwunden wurden, nach oben. Und diese Anschlusskäufe schaffen nun einen gewissen Puffer nach unten. Das ist schon wahr. Nichtsdestotrotz kann da noch einiges schiefgehen. Muss nicht, kann aber. Man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein. Wir würden nicht über bislang kleine, nicht zu aggressive Positionen auf der Long-Seite hinausgehen und würden zur Sicherheit den Stop-Loss auch sofort von 10.930 Punkten zuletzt auf jetzt 11.050 Punkte anheben auf ein Niveau ungefähr 30 Punkte unterhalb der 200-Tage-Linie. Denn die sollte nach Möglichkeit nun nicht mehr unterschritten werden, auch nicht Intraday. Einer der Haken, die man sehen könnte, ist der Eurostoxx 50. Den hatten wir uns gestern Mittag schon im Chartflash angeschaut. Das hier ist das Endergebnis. Die Frage, ob die 200-Tage-Linie auch zum Handelsende überwunden bleibt, kann man zwar oder muss man auch mit Ja beantworten. Aber 3496 der Schlussstand, 3488 die 200-Tage-Linie, das ist alles nur nicht signifikant.
Wir sind zwar damit über die Zwischenhochs vom November hinausgelaufen, haben nun im quasi dritten Anlauf die 200-Tage-Linie genommen. Aber noch ist hier kein Kaufsignal des MACD generiert. Außerdem haben wir ja noch als nächsten Widerstand bei 3.513 Punkten das Zwischentief vom Juli und bei 3.545 Zählern die April-Abwärtstrendlinie. Das ist nun nicht gerade viel Luft nach oben. Dementsprechend wird es hier vielleicht noch ziemlich eng werden. Und solange der Eurostoxx 50 nicht ebenfalls diese Hürden eindeutig nach oben durchbricht, bleibt er eine Art Menetekel für den DAX, denn von den 50 Aktien im Eurostoxx 50 sind 13 aus dem DAX und dementsprechend wird schon klar, der eine wird nicht ohne den anderen können. Es ist letzten Endes schlicht eine enge, nachhaltige Bindung zwischen diesen Indizes und so stellt sich die Frage, entweder wird der Eurostoxx 50 nachziehen und damit den DAX erst recht antreiben oder bleibt er in dieser Zone hängen und zieht den DAX dann, der im Moment ja so euphorisch nach oben zu laufen scheint, wieder zurück? Möglich wäre es. Zumal, wenn wir uns einen anderen Chart, eine andere Darstellung des Eurostoxx 50 anschauen, die hier die charttechnischen Widerstände und Unterstützung nicht abbildet, um den Blick nicht zu verstellen auf die Fibonacci-Retracements des Abwärtstrends von April bis hin und zum August. Denn diese Retracements sind hochinteressant, weil, die müssen wir hier übrigens noch ein bisschen korrigieren, das ist ja hier so zwei Punkte. So, jetzt passt es auch besser. Prima. So, jetzt sehen wir sie genauer, weil da waren wir ein bisschen zu niedrig dran. Also, die 38,2% Retracement-Marke war, nachdem es hier das erste Tief im August gab, das ja dann im September nicht mehr unterschritten wurde, ein durchaus auffälliger Widerstand. Zunächst im September, dann auch noch im Oktober, bevor es dann mit einem riesen Wupp nach oben durchging, wobei dieser Impuls ja quasi nicht sehr natürlich von sich aus kam, sondern das war die unmittelbare Reaktion auf die Ankündigungen möglicher Ausweitungen der Anleihekäufe durch die EZB bei ihrer letzten Sitzung vom 22. Oktober. Das schaffte diesen Break über diesen Widerstand und dann ging es zwar über die 50% Retracement-Marke locker hinaus, die hatte offensichtlich keine Rolle gespielt, aber die 61,8% Retracement-Marke, die liegt auf prominentem Niveau, nämlich zum einen fast auf dem Punkt genau am Tageshoch des gestrigen Donnerstags und auf dem Niveau des Zwischentiefs vom Juli. Das heißt, die 200-Tage-Linie, dieses Zwischentief und das 61,8% Retracement bilden einen dreifachen Widerstand zwischen 3488, 200-Tage-Linie und 3513 Punkten. In dieser Zone wird es also gar nicht so einfach sein, da durchzukommen. Und das muss der Eurostoxx 50 aber hinbekommen. Ansonsten ist das Risiko, dass er hier wieder nach unten dreht, nicht zu unterschätzen und vor allem, dass er dadurch dann auch noch den DAX abfängt. Wir würden dementsprechend konsequent warten, bis hier charttechnische Fakten geschaffen wurden, indem zumindest diese Zone auf Schlusskursbasis überwunden ist, immer Referenz, letzte Indikation per 22 Uhr. 3520 Punkte in dieser letzten Referenz wäre das Minimum, was wir da sehen möchten. Drüber wäre dann mit dem Break über die April-Abwärtstrendlinie im Fall von Schlusskursen über 3560 Punkten dann aus einer zunächst sehr klein, eine normal große Long-Position machbar. Aber das muss eben erstmal klappen. Das hier ist schon eine ganz interessante Konstellation. Und wie gesagt, 200-Tage-Linie ist geschafft und jetzt bleibt er erstmal hier an diesem Retracement hängen. Und dann käme auch noch ein paar Punkte höher das Zwischentief Juli. Und wenn das alles geschafft wird, käme immer noch der April-Abwärtstrend. Also so ganz einfach wird es hier nicht werden für die bullische Seite ein Durchmarsch, da müsste schon mehr kommen und selbst wenn die EZB am Donnerstag liefert, erstens ist es noch ein paar Tage hin bis dahin und zweitens hat man ja diese ganze Rallye von diesem Punkt aus hier bereits vollzogen im Vorfeld einer solchen Maßnahme. Ist also immer die Frage in solchen Situationen, wer kauft, nachdem alle schon scheinbar vorgekauft haben, dann noch die Kurse weiter nach oben. Vorsicht bleibt geboten. Auch bei VW, auch wenn diese Aktie plötzlich durchstartet. Wie anfangs erwähnt, die Unternehmensleitung gibt bekannt, mit einer Korrektur der Software ist das Größte schon getan, bei den meisten Fahrzeugen also gar keine große Sache. Schön. Das Problem ist nur,
dass die Kosten für die sogenannte Reparatur der Mängel ja nur das eine Element sind. Die Schadensersatzzahlungen, die Strafen, die hier durch diese Aktivitäten auf das Unternehmen warten, die sind von der Höhe her überhaupt nicht kalkulierbar und sind mit hoher Wahrscheinlichkeit ein deutlich größeres, schwerwiegenderes Element. Und man kann im Augenblick nicht sagen, wann kommt da was, wie hoch wird das ausfallen, wie sehr wird das Unternehmen belasten, wie sehr ist der Imageverlust so markant, dass er die Verkaufszahlen nennenswert beeinflusst. Das sind alles offene Fragen. Und in diese offenen Fragen hinein steigt die Aktie wie von der Tarantel gestochen, allerdings eben auch deswegen, weil wir hier charttechnische Unterstützung bekommen haben. Die Bekanntgabe der Tatsache, dass das mit Software relativ leicht zu erledigen ist, kam oder traf die Anleger zu einem Zeitpunkt, als die Aktie ohnehin schon über die 20-Tage-Linie gelaufen war und kurz davor stand, ein Doppeltief zu vollenden, nämlich mit dem Sprung über diese Nackenlinie hier bei 113,30 Euro von Anfang November. Das gelang und daraufhin sind die Kurse dann am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag massiv gestiegen, wobei dieser Doji hier nicht so ganz zu unterschätzen ist. Schlusskurs 124,60, Opening 125,45. Das heißt, am gestrigen Donnerstag hatten wir zwar einen Mordshüpfer nach oben, aber kaum Bewegung danach. Nicht ganz ohne, aber das ist es ja sowieso nicht. Wir haben hier einen kräftigen Anstieg unter, ja, dem Eindruck einer gewissen kurzfristigen Erleichterung der Aktionäre. Okay, aber wie gesagt, das Gros der Probleme kann immer noch kommen und dementsprechend kann es jederzeit zu einem kräftigen Rücksetzer kommen. Im Prinzip, aus charttechnischer Sicht, haben wir jetzt erstmal eine Bodenbildungsformation vollendet und der nächste Widerstand würde warten bei 142,90. Das ist die untere Begrenzung dieser großen Kurslücke, die entstanden war, als Mitte September ruchbar wurde, dass hier etwas manipuliert wurde. Knapp darüber liegt am Donnerstag bei 148,70 gelegen, der April-Abwärtstrend. Diese beiden Marken wären also durchaus erreichbar, müssen aber nicht. Deswegen sollte, wer hier engagiert ist, mit einem relativ engen Stop-Loss arbeiten. Die momentan sinnvollste Marke und nächstliegende charttechnische Unterstützung ist hier diese 113,30. Wir würden den Stop-Loss auf 112 Euro setzen und damit knapp darunter. Aber alles, was danach käme, ist einfach im Moment mehr die Kür und nicht die Pflicht. Dementsprechend würden wir nicht dazu raten, jetzt dieser Rallye auch noch hinterherzulaufen. Wenn jemand hier long gehen möchte und wäre noch nicht dabei, wäre es aus unserer Sicht sinnvoll zu versuchen, in einen Rücksetzer hinein, der dann wieder in steigende Kurse mündet, den Einstieg zu versuchen. Wo das Niveau sein wird, ist offen. Man könnte natürlich hoffen, dass es ein Pullback an die Nackenlinie gibt und von dort aus der Kurs wieder nach oben federt. Aber das kann man im Augenblick natürlich nicht vorhersehen. Denn was hier auch an Nachrichten und an Reaktionen der Anleger auftreffen wird in den kommenden Tagen und Wochen, ist eben nicht prognostizierbar. Das macht diese Aktie einerseits hochspannend, andererseits aber auch hochgefährlich. Wie gesagt, nicht noch hinterherlaufen wäre unser Rat. Wer dabei ist, enger Stop-Loss bei 112 Euro und schlicht und ergreifend mit kleinen und vorsichtigen Positionen arbeiten. VW ist wahnsinnig volatil und dementsprechend auch nicht ganz ungefährlich. Soweit der Überblick über einen Donnerstag ohne Wall Street. Heute kommt sie wieder mit dazu, aber mit einer verkürzten Sitzung. Wie gesagt, hier nimmt man es ein bisschen lockerer und sagt sich, heute ist Black Friday, Start in die Weihnachts-Shopping-Saison. Die Leute sollen einkaufen gehen. Das gilt auch für die Händler an der Börse. Die machen früher Feierabend. Dementsprechend könnte es ruhig werden, muss aber nicht. Heute Mittag kommt erstmal der Chartflash mit einem Halbzeitstandblick auf die europäischen Märkte. Und ob und wie sich dann die Kurse am Freitag